Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal weiter in dieser Gruselschule der Parallelwelt unterwegs. Oh mein Gott, wer erträumt sich denn sowas hier? Und genau, waren weiter am Erkunden und wir haben den Büchereischlüssel benutzt und können jetzt hier in die Bücherei, da würde ich sagen, gucken wir uns die doch einfach mal an. Ich hoffe, ohne Gegner. Also langsam geht unsere Heilung zugrunde. Aha, guck mal, was ist das denn? Als er das hörte, sagte der mit Pfeil und Bogen bewaffnete Jäger: Ich werde die Eidechse töten. Aber als er mit seinem Gegner zusammentraf, schrak er zurück und sagte spöttisch: Wer fürchtet ein Reptil? Gott. Daraufhin zischte die wütende Eidechse: Ich werde dich mit einem einzigen Bissen versch... Ach du Scheiße. Jetzt bitte kein Bossgegner. Dann griff die riesige Kreatur mich mit aufgerissenem Maul an. Genau das wollte der Mann. Ruhig seinen Bogen spannend, schoss er in das weit aufklaffende Maul der Eidechse. Oh Gott, Freunde, ich glaube, wir werden hier auf einen Bosskampf vor. Nein, bitte nicht. Okay. Mühelos flog der Pfeil den schutzlosen Rachen durchbohrend. Und die Eidechse fiel tot zu Boden. Das ist aus einem alten Märchen. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gelesen habe. Ja, danke, echt. Munition. Oh Gott, ey. Ich möchte irgendwo speichern, ja, wobei ich kann ja Quicksaves machen, ne? Und hier liegen überall Bücher rum. Ja, tolle Wurst, echt. Tolle Wurst. Hier gibt es also tatsächlich Bosse in diesem Spiel. Ja, das wird lustig. Das wird lustig, das kann ich euch jetzt schon sagen. Okay. Na gut. Dann heißt das aber auch, dass wir auf der anderen Seite sind. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Das heißt aber auch, dass wir hier jetzt uns mal weiter erkunden können. Die Klassenzimmer, die haben wir ja noch gar nicht. Klassenzimmerschlüssel verwendet. So. Ja, war klar. So, jetzt mache ich aber die aber kaputt hier. Wenn die mich nicht schon wieder treffen würden hier. Oder kann man hier einfach durch? Sieht so aus, als wäre hier nichts. Nee, gut, okay, dann lasse ich die leben. Ach du Scheiße. Ja, Tonikum. Okay, sehr gut. Sehr schön, das kann ich direkt schlucken, oder? Tolle Wurst, kann ich direkt schlucken. Mano. Sechsmal Vollheilung. Das nächste Klassenzimmer, ne? Ja. Ah, das ist grausig, diese Bucke hier, ey. Echt. Okay. Ah, das sind Käfer. Okay, alles klar. Einfach in Bewegung bleiben. So, dann gucken wir doch mal. Ja. Puh. So, wo könnten wir denn jetzt noch hin? Ich glaube, wir waren hier überall. Das heißt, wir müssen runter in den Keller, ne? Stimmt, da gibt es ja auch noch Räume. Wartet mal. Wir können ja noch runter in den Keller. Stimmt. Dann gehen wir doch einfach mal. Gehen wir einfach mal in den Keller. Okay, Boilerraum und der andere. Ach du Scheiße, ey. Ja, wo würde ich denn als erstes hingehen wollen? Gehen wir erstmal hier in diesen Storage Room. Da kommt man sogar rein, okay. Da kommt man rein. Oh! Ja. Das ist eine Ampulle. Was ist denn eine Ampulle? Auf jeden Fall Schrotflintenmunition. Eine Ampulle. Lindert Schmerzen und verbessert die körperliche Verfassung deutlich. Der Effekt hält eine Zeit lang an. Ah. Okay, das ist also Medizin auf Zeit sozusagen.
Mir gefällt das hier nicht, dass wir so viel Shotgun-Munition kriegen. Boah. Gut, Freunde. Der Storage Room, der war ja angenehm. Oh, diese Musik hier, Mensch. So, okay. Hier liegen überall die Gürtel auf den Dingern. Ah, super. Gehen wir in den Heizraum. So. So. Ah, hier sind nochmal so Ventile. Kann man da irgendwas machen? Was? Was? Ich habe nicht gelesen. Auf jeden Fall bewegt es sich. Ah, okay. Das Ventil nach links drehen, das Ventil nach rechts drehen, das Ventil nicht mehr weiter drehen. Dreh das bitte zurück. Da muss man irgendwie... Ah, okay, das ist ein Rätsel. Dann nochmal nach rechts, bitte. Okay, das ist irgendwie ein Rätsel. Alles klar. Das heißt, wir müssen uns hier einen Durchgang schaffen. Oh Gott. Dann nochmal nach rechts drehen. Irgendeine Kombination davon muss es ja sein. Drehen wir wieder zurück und dann drehen wir gleich mal nach links. Mal gucken, ob das schon was bringt hier. Und bleibt das jetzt offen? Verdammt, nein. Nach links drehen nochmal. Ah, okay. Aber warte mal. Der rechte dreht sich da nur einmal, ne? Das heißt, jetzt sind nur noch drei Dinger in der Mitte. So, wir drehen mal nach links. Ne, dann dreht sich das Ding aber wieder mit, ne? Das... Aha, das dreht sich dann zweimal und das linke dreht sich dafür nur einmal. Okay. Dann müssen wir vielleicht nochmal auf der anderen Seite drehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen rumprobieren. Nach links. Wir müssen es auf jeden Fall parallel hinkriegen. So, genau. Und dann drehen wir jetzt einmal das rechte nach rechts. So. Probieren wir das mal so. Das müsste doch jetzt eigentlich bleiben. Ah, verdammt, nein. Dann dreht sich das rechte halt immer zwei. Ha. Warte mal, nach links. Nochmal nach links? Nö. Ja, dann ist das linke da im Weg, ne? Wartet mal. Dann dreht das andere auch nochmal nach links. Ja, krasses Rätsel jetzt hier, ne? So. Ich meine, das ist ja einfach Trial and Error. Ne? Nochmal. Okay, aber dann müsste man den rechten jetzt nochmal nach links drehen. Beziehungsweise nach rechts. Machen wir nach links. Dann ist der linke zwar offen, aber dann ist der rechte zu. Wartet mal, vielleicht. Wenn wir es einfach nochmal drehen, dann geht der andere wieder eins nach zu. Genau. Nochmal nach links drehen. Das ist ein merkwürdiges Rätsel, liebe Freunde. Tatsächlich. Dreh das mal zurück. Ich glaube, ich bin ein bisschen... Ah, warte mal. Ich glaube, ich hab's jetzt. Ich glaube, wir haben's. Dreh das hier mal bitte nach links. Da müssten wir eigentlich... Na, dann haben wir das rechte halt nicht offen, ne? Aber wartet mal, ich glaube, wenn wir jetzt noch einmal nach links drehen, dann müssen wir es offen haben. Jawohl, jawohl. Okay, dankeschön. So, das heißt, wir können hier irgendwo hin. Im Boilerraum. Alles klar. Was? Wie? Wie Aufzug? Okay.
Was kommt jetzt? Aha. Ach du Scheiß, was ist das für ein Vieh? Um Gottes Willen. Nein, ein Boss! Verdammte Scheiße. Okay, wir brauchen die Schrot. Da ist ein Boss, Freunde. Das gibt's doch nicht. Oh, Scheiße. Unser erster Boss hier aus dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht. Alter, das ist ekelig, das Ding. Uah. Okay. Das ist ganz schön flott, muss man sagen. Aber hey. So, wir müssen den irgendwie erledigen. Aua! Boah, okay. Wie viel haben wir noch? Wie viel Leben? Geht noch. Okay, geht noch. Okay, machst du das Mund jetzt auf oder was ist hier los? Den Mund? Oh, lauf! Aua! Sieht aus wie eine Mischung aus Hund und Katze irgendwie. Alter, der geht doch nicht kaputt. Okay, was passiert jetzt? Ich schieße einfach drauf. Ich weiß ja nicht. Oh, ist der schnell. What the fuck? Okay. Ih, was ist das denn? Was war das denn? Hau ab. Boah, unser erster Bosskampf hier. Oh. Nein, 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 nein. Scheiße, Freunde. Nein. 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 Game over. Verdammt. Oh. Sollten die Nachtszenen zu dunkel erscheinen, so empfindet sich die Erhöhung der Helligkeit übers. Okay. Ja, danke. Toll. Ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder. So, Freunde. Ja, da bin ich wieder. Ich habe wieder nachgespielt hier bis hierhin. Und, ja, toll, ne? Das heißt, wir haben hier unseren Bosskampf. Das ist echt krass, dieses Vieh. Ich schieße da jetzt einfach drauf. Aua. Wow. Hier, das, wenn er das Maul aufmacht, dann ist es tatsächlich Zeit zu schießen. Dann muss man irgendwie schießen. Aber irgendwie... Aber er macht das Maul nicht auf. Irgendwie macht er das Maul nicht auf. Er will das Maul nicht aufmachen. Das sieht auch richtig ekelhaft aus, wenn er das Maul aufmacht. Und das Ding ist auch ordentlich schnell, muss man sagen. Okay. Boah, das... Boah. Die Steuerung tut da gerade ihr Übriges, ne? Ist irgendwie richtig, richtig krank gerade. Okay. Aua! So, gut. Wir sind orange. Wir müssen sie doch irgendwie kaputt kriegen. Okay, er macht's Maul auf. Okay, er macht's Maul auf. Hä? Wow, okay. Okay, okay. Ja, das war jetzt leider ein bisschen viel verschossen. Okay. Geh bloß weg, du blödes Teil. Okay, schieß! Verdammt. Das ist aber ein sehr kurzes Zeitfenster, wenn er das Maul aufmacht. Oh Gott, geh bloß weg, du komisches Etwas. Okay, schieß! Hä? Ich hab doch geschossen. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Och, Leute. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier auch mal einen Savepoint gemacht, weil irgendwie ist das komisch, dass ich dieses Vieh nicht platt kriege. So. So. Das ist so ein ekelhaftes Ding, ne? Ach, Mann, wie macht man den denn kaputt? Ja, irgendwas mit dem Mund aufmachen, aber er macht es ja nicht auf. Er macht es ja nicht auf. Er macht es ja nicht auf. Okay, jetzt macht das auf und einfach reiter drauf.
Nee, er hat's noch nicht aufgemacht. Alter! Wow. Verdammt nochmal! Okay. Es hat schon wieder nicht geklappt. Es hat schon wieder nicht geklappt. Was ist das für ein komischer Gegner? So. Boah, ey. Ich habe jetzt hier zum Glück einen kleinen Save gemacht, ne? Also irgendwie möchte ich das Vieh gerade dezent verarschen, aber habe ich das Gefühl. Schieß einfach drauf. Verdammt nochmal. Okay, jetzt macht da irgendwie was auf, scheinbar. Okay, machst du deinen Mund auf. Okay. Okay, der macht mich One-Hit kaputt. Verdammt, das ist aber auch ekelhaft. Ekeliges Etwas hier. Okay, man muss ein paar Mal drauf schießen, damit er das Maul öffnet. Okay, und wenn er das Maul aufmacht. Alter. Höllenhund hier oder was? Boah, ist das für ein ekeliger Gegner. Boah, wie schnell der ist. Okay, er macht jetzt den das Maul auf. Und ich würde gerne reinschießen. Aua. Schieß doch rein. Ah, okay. Okay, boah. Okay, und die Sirene geht wieder an. Boah, ich glaube, wir haben ihn. Boah, Gott sei Dank, wir haben ihn. Meine Fresse. Oh, und eine Filmszene. What was that? Who in the hell was that? Okay, wo bin ich? Ja, das frage ich mich auch. Wir haben eine mysteriöse... Was geht hier vor? Eine mysteriöse Person? Und... Boah, dieser Bosskampf eben, ne? Guck mal, Mitchwitch. Ach, guck mal, das sieht jetzt wieder ganz normal aus. Okay. Ah, wir sind jetzt wieder in der normalen Welt, oder was? Haben hier einen Schlüssel. Das ist ein Schlüssel mit der Aufschrift K. Gordon. Okay, Gordon? Boah, war das ekelhafter Boss, wirklich. Die hat uns ausgeschaltet. War das ein ekelhafter Boss? Das gibt's ja gar nicht. Haben jetzt noch 16 Schuss. Haben es aber doch relativ gut überstanden. Wir haben 6-mal Heilung. Und das hier auch nochmal. Und noch 36 Pistolenschuss. Also das scheint ganz gut geklappt zu haben. Ja, wunderbar. Boah, ey. Der Boss war ekelhaft. Ganz ehrlich. Aber hey. Wir hören Kirchenglocken. Ich frage mich das allerdings, wie ich hier rauskomme. Ja, ich stehe doch direkt hier vor der Tür. So, okay. Ja, wir sind wieder in der normalen Welt. Danke. Danke, Freunde. Boah, das war eklig. Ich höre eine Kirchenglocke. Vielleicht... Wer läutet... Eine Kirchenglocke vielleicht? Wer läutet die Glocke? Balkan Church. Okay, wir haben einen neuen Zielpunkt. Ja, ich bin ja fast dankbar, dass wir hier endlich aus dieser ekelhaften Schule raus können. Ach, Kotze, ey. Ich will hier aus dieser Schule raus. Lass mich hier raus, bitte. Ja, erstmal verwirrt sein, wo es überhaupt hergeht, ne? Ja, total falsch gerannt. Ich mal wieder. Natürlich total falsch gerannt. Wir müssen hier durch. Nehme ich an. Jawohl. Nicht abgeschlossen. Ja, danke schön. Ich bin ja fast froh. So, das heißt, raus aus dieser Schule, mein Gott. Cheryl ist nicht hier. Ach, Mann. Ich will die wieder in diese Unterwelt. Nicht abgeschlossen. Danke. Okay, wir kommen wieder hier raus. Sehr gut. Wieder zu unseren Fliegeviechern, ne?
Okay, aber das hier ist ja jetzt, nach dem, was wir hier erlebt haben, ist das hier ein Kinderspaziergang. Ganz ehrlich, also das hier draußen, das ist ja wirklich, ja, Firlefanz, wenn man in der Schule war. So, ich möchte mich aber bitte nochmal umgucken. Gibt es hier noch irgendwas, wo wir... Ja, ist ein Schulbus? Guckt mal. Die Tür ist offen? Oh, guckt mal. Da können wir sogar in den Schulbus rein. Ach, wie krass. Und guck mal, zwei Tunikas hier. Nehme ich natürlich gerne mit, ne? Ist klar. Ah, da ist gerade unsere Uhr wieder angegangen. Haben wir hier noch was? Ein Speicherpunkt. Ja, danke. Den nehme ich gerne. So, Infirmary. Okay, wir haben den Bus. 3 Stunden 17. Gibt es hier noch irgendwas? Also Speicherpunkt haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Munition vielleicht? Nö, sonst gibt es hier. Aber danke schön. Also Medizin kann man immer gebrauchen. Ja, cooler neuer Speicherpunkt. In diesem Schulbus hier. Okay. Uns geht's wunderbar. So, wir sind wunderbar gerüstet jetzt hier für den nächsten Abschnitt. Alles klar. Wir sind aus der Schule raus endlich, Freunde. Wieder in Silent Hill und müssen zur Balkan Church. Alles klar. Ich hoffe, dass diese blöden Fliegedinger hier weg sind. Weil eigentlich habe ich die ja alle platt gemacht, ne? Beim vorletzten Mal. Ja, toll. Hier ist zu. Es war so klar, dass die Wege wieder abgesperrt sind, ne? Es war so klar. Da kommt wieder irgendwas. Ach, ein Hund. Ja, danke. Hä? Warte mal. Aua. Hey! Hey, bleibst du... Verdammte Töle. Da hat die uns aber ganz schön Schaden gemacht, muss ich sagen. Orange. Warum hat sich die Kamera hier geändert? Guck dir das mal bitte an. Ach, guck mal. Ah, ja. Stimmt. Wir haben ja hier nur diesen einen Weg durch das Haus hier, ne? Richtig. Ah, dafür brauchte man diesen Schlüssel von Kay Gordon. Alles klar, da will... Ah, da liegt wieder Munition. Dankeschön. Ah, sehr schön. Damit man hier wieder durch kann, ne? Noch mehr Muni. Ah, ihr seid ja richtig gut zu mir hier. Wir haben viel Heilung, wir haben viel Muni. Also eigentlich geht's uns gut. Wir hatten hier noch einen Speicherpunkt, aber nee, den lasse ich einfach mal. Gibt's da vorne jetzt wieder eine Heilung oder sowas? Kann man hier rein? Tür kann nicht geöffnet werden, okay. In der Schule waren auch noch ein paar Türen nicht, die nicht geöffnet wurden, ne? interessant, okay. Schaue ich mir das doch einfach nochmal an, jetzt hier auf der Karte. Jawohl. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus, die sind witzig. Einfach geradeaus, ne? Wir müssen unten weiter. Oh mein Gott, Freunde. Ja, ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht, wenn ich mal kurz mich räuspere. Okay. Wo ist der Gegner? Ja, gut, da kann ich aber dran vorbeilaufen. Da hinten! Zum Frühstück mittlerweile euch hier, wirklich. Also, ihr könnt das mal schön vergessen. Wir haben genug Munition, um euch alle zu töten. Okay. Was kommt da jetzt wieder auf uns zu, da vorne? Einfach langsam laufen. Dann passt das schon. Ach, ein Fliegeding. Okay, dann lauf einfach. Das Fliegeding habe ich... Ah, guck mal, da ist Woody. Okay, dann... Ah, du stehst falsch rum. Da so. Okay. Zack, 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 zack. Hier liegt Munition. Nicht übersehen hier. So. Dankeschön.
Wo bin ich hier? War ich hier schon mal? Ich glaube schon. Noch war. Noch ein Gegner. Das sieht irgendwie komisch aus. Hier war ich hier? Ja, bin ich schon mal durchge. Was ist denn. Was machst du da? Was machst du da, bitteschön? So, weg damit. Was hat das Vieh da gemacht? Hat sich im Müll gewälzt hier. Ja, lecker. Ihr seid wirklich lecker. So, Freunde. Dann wollen wir uns mal in die Kirche begeben. Ich laufe da jetzt einfach dran vorbei, Mensch. Ist das nicht schon hier? Nee, eine weiter. Eine weiter. Okay, dann schauen wir uns mal in der Kirche um. Mal gucken, was es da für uns gibt. In der mysteriösen Kirche. So, wunderbar. Das lasse ich einfach mal bleiben. Hier rein. So. Sehr gut, Kirche. Eine Filmszene. Oh, das ist ein bisschen verbargt. Das tut mir leid, das wusste ich nicht, dass das so verbargt ist. You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Ah, das hat sie wieder eingekriegt. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by flowers. What? What are you talking about? Here, the flowers, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait, don't go yet. Aha. Komische Priesterin. Also, sie hat uns hier ein Item auf jeden Fall dagelassen. Das ist ein Flauchos. Und ein Schlüssel. Ein Zugbrückenschlüssel. Alles klar. Ja, sehr mysteriöse Cutscene auf jeden Fall. Die labert irgendwas von irgendwelchen Wegen. Und ja, dass die verbuggt war, das tut mir leid. Das wusste ich nicht. Aber am Ende hat sich's ja wieder eingekriegt. Ne? Da ist ein Kerzenständer. Nichts Besonderes. Aber ich habe ein Tonikum gesehen. Schöne Kirchenmusik im Hintergrund. Ja, finde ich gut. Tonikum. Wie geht's uns? Ja, orange. Ich würde mal eins davon nehmen, tatsächlich. So. Und, kann man jetzt hier in der Kirche was machen, oder? Kann man ihr folgen? Sie lässt sich nicht öffnen. Sie muss von der anderen Seite abgeschlossen sein. Ja. Hat die Priesterin natürlich hinter sich abgeschlossen, ne? Ganz klar. Das ist ein Speicherpunkt. Ja, den werde ich jetzt auch nutzen tatsächlich, weil wir sind leider wieder am Folgenende angekommen. Und wir müssen in der nächsten Folge dann, ja, zu einem Krankenhaus scheinbar. Und dafür haben wir jetzt hier einen Zugbrückenschlüssel bekommen. Die Frage ist jetzt, wo ist diese Zugbrücke? Also da unten links in die Schule müssen wir nicht mehr hin. Okay,
Ah, guck, ach, da unten. Guck mal, da ist noch eine Brücke. Zugbrücke, ne? Bridge Controls Room. Okay, alles klar. Dann haben wir auch unseren Zielpunkt. Harry, alles gut. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, so wie es hier weitergeht auf der Brücke, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.